Peter H. aus Frankfurt am Main fragt: Hallo Schlafapnoe-Experte. Die öffentliche Meinung besagt, dass obstruktive Schlafapnoe nicht heilbar ist. Es werden schließlich fast alle Betroffenen mit einer CPAP-Maske therapiert. Bitte betrachten Sie meine Frage nicht als Provokation. Aber wenn Schlafapnoe wirklich heilbar wäre, warum bekommt dann wirklich jeder Apnoiker so eine Maske verpasst? Und zwar unabhängig vom Versicherungsstatus. Ich selbst bin privat krankenversichert. Kein einziger meiner behandelnden Ärzte hat mir etwas von einer Kiefervorverlagerungsoperation erzählt, die Schlafapnoe beseitigen soll. Vielleicht funktioniert das ja nur in Einzelfällen. Welche Beweise für die Erfolge dieser OP gibt es wirklich? Hallo Peter. Warum die Patienten nicht über die Heilbehandlungsmethode der obstruktiven Schlafapnoe informiert werden, ist eine sehr gute Frage. Das, was Sie als Privatpatient erlebt haben, ist kein Ausnahmefall, sondern ist der Regelfall. Ist also so gesagt nichts Besonderes. Die offizielle Begründung ist darin zu sehen, dass die Leitlinien zur Therapie der obstruktiven Schlafapnoe die Überdruckbeatmungstherapie als Goldstandard beschreiben. Warum? Weil diese Therapie im Durchschnitt eine Reduzierung des Atemstörungsindex, also Apnoe-Hypopnoe-Index, um 86% erreicht. Und zwar ohne, dass operiert werden muss. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, weil beim Patienten kann sofort mit der Therapie begonnen werden. Das ist ja bei der ursachenbezogenen Therapie, nämlich der Operation, ja gerade eben nicht der Fall. Und der Goldstandard beschreibt ja letztendlich die bewährteste und beste Lösung. Und so sieht sich vermutlich Ihr Arzt nicht gezwungen, Ihnen eine Alternative zu zeigen. Es gibt aber auch einen inoffiziellen Grund. Und Sie ahnen es bereits, ja, es geht ums Geld. Es ist schlichtweg finanziell viel interessanter, den Patienten dauerhaft mit Überdruckbeatmung zu therapieren. Weil es ist so, das Schlaflabor verdient ja, ganz legal natürlich, mit der Verordnung eines CPAP-Geräts Geld. Und grundsätzlich kommt ein Schlafapnoe-Betroffener, solange er die Krankheit hat, immer wieder zur Nachkontrolle ins Schlaflabor zurück. Überdies ist es so, dass die Gerätehersteller, allen voran also die Firma ResMed, natürlich so lange Geld verdient, solange der Patient diese Krankheit hat bzw. therapiert wird. Weil die Geräte werden nämlich verleast und die Krankenkassen zahlen regelmäßig, monatlich, jährlich, dauerhaft eben dem Gerätehersteller die entsprechenden Leasingraten. Ist es finanziell interessant für den Gerätehersteller? Ja, ganz klar. Schauen Sie sich mal die Aktienkursentwicklung von der Firma ResMed an. Da hat sich der Aktienkurs in den letzten 10 Jahren mehr als vervierfacht. Gar keine schlechte Entwicklung. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Beseitigung der Ursachen einer Erkrankung ja nur ein einmaliges Geschäft wäre. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich. Das heißt, eine Klinik, die so eine Heilbehandlung durchführen würde, würde ja nur ein einziges Mal Geld verdienen und Umsatz erzielen. Das ist natürlich in finanzieller Hinsicht wenig interessant. Der Volksmund bringt es auf den Punkt. Was bringt den Arzt um sein Brot? Die Gesundheit und der Tod. Und damit er weiterlebe, hält er uns zwischen beiden in der Schwebe. Funktioniert die Heilbehandlung der obstruktiven Schlafapnoe nur in Einzelfällen? Mitnichten. Wenn der entsprechende Operateur die notwendige Expertise hat und die notwendigen Fallzahlen hat und auf die Schlafapnoe-Heilbehandlung wirklich spezialisiert ist, dann erreicht er im Durchschnitt eine Heilung von der Schlafapnoe von über 95%. Welche Beweise für den Erfolg dieser Operation gibt es? Es gibt natürlich entsprechende klinische Studien. Über die Erfolge der Kiefervorverlagerungsoperation liegen sogar Meta-Analysen vor. So wurde im Jahr 2009 eine Meta-Analyse von der Stanford University School of Medicine in Kalifornien veröffentlicht. Die untersuchte 627 Patienten, inwiefern sich ihre Atemstörungen nach der Kiefervorverlagerungsoperation verändert hatten. Und man stellte fest, dass im Durchschnitt eine Reduzierung des Atemstörungsindex, Apnoe-Hypopnoe-Index, um 86% erreicht wurde. Und tatsächlich erreichten sogar 43,2% der Schlafapnoe-Patienten eine vollständige Heilung von der Schlafapnoe. Das ist definiert, wenn der Betroffene weniger als 5 schlafbezogene Atmungsstörungen pro Stunde hat. Dieser Therapieeffekt war in den Serien mit Langzeitdaten auch nach mehr als 2 Jahren noch unverändert vorhanden. Die Metastudie kommt zu dem Ergebnis, dass Osteotomien zur Vorverlagerung der Kiefer
eine sichere Behandlungsform darstellen und auch gleichzeitig eine hocheffektive Therapie zur Beseitigung der Ursachen der obstruktiven Schlafapnoe. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.